Moin Moin, willkommen zurück zu Legion T2. Welcome to Nova. Ja, ganz genau. So, was nehmen wir diesmal? Den finde ich ganz geil, den auch. Aber ich brauche nicht beide. Wolfsrudel, den habe ich noch nie gehabt. Den nehme ich einfach mal mit. Dann nehme ich noch ihn hier mit, weil wir so wenig Aufprallschaden haben. Das ist ja alles Stich. So, wir haben Riesenschnecken. Geil. Geil. Die finde ich am besten. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich werde erstmal so einen Fettsack hier hinsetzen. Consider it done. Und um ihn rum dann noch ein bisschen was bauen. Weil er hat dann, wenn er aufgewartet ist, ja so eine Verstärkungsaura. Das ist echt cool. Heilt eine nahfreundliche Einheit um 100 Leben. Verursacht aber 50 Schaden auf sich selber. Kann nicht auf sich selber heilen oder auf andere Meerestragen. Okay. Ein Sakura-Blümchen hat er hier. Ja, ich muss gar nicht bei mir gucken. Ich schaffe das auf jeden Fall. Erste Runde passiert nicht besonders viel. Auch vielleicht ein bisschen länger, aber das war's. So. Mehr mache ich nicht. Hol ich den nächsten Worker sofort. Nächste Runde. Wobei. Ich krieg 84 nächste Runde insgesamt. Weil ich muss so ein Seepferdchen holen. Ja, ich muss eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Der macht ganz gut Schaden. Da kann ich hier so einen Miliz da vorne hinsetzen. Das passt. Das passt. Jetzt sollte ich es schaffen. Okay, er hat noch einen Sarg geholt. Sieht hier drüben aus. Alles gut. Aber ich habe auch nichts zu kämpfen. Eine Schnecke dazu geschickt, ja, boah. Das haben wir. Wolfsrudel. Was könnt ihr? Wolfsrudelangriff wendet ein Stack von Wolfsbeute für 3 Sekunden an, bis zu 10 Mal. Verursacht 6% Bonusschaden für jeden Stack Wolfsbeute. Okay, also wenn man ganz viele Wölfe hinsetzt. Okay, jetzt war ich zu langsam. Dann sind die wohl richtig fett. Okay, jetzt können wir einen Walker holen. Das hat Magieschaden und Stich hat er. Das heißt, wenn ich jetzt auf der 6 was schicke und er nichts anderes baut, komme ich gut durch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, Spaß mal ein bisschen.
Das sollte erstmal passen. Das war jetzt kein Magieschaden, aber das. Das kriegt man schon hin und selbst. Keine Turtle, scheiße. Selbst wenn ich jetzt ein bisschen verkacke, ist es nicht so schlimm. So, ich muss erstmal vorne den wegkriegen, das schaffen die auch so. Das heißt, ich schicke ihm einen Drachen. Ich könnte es sogar noch schaffen. Hätte waren zwei in einem, dann schaffe ich es nicht. Naja, gut. Kann ich verkraften. Alles entspannt. So, jetzt soll ich die holen. Ihr könnt auch den holen. Oder den. Also die haben eine riesen Fläche. Er hält tatsächlich ein und verliert aber selber Leben, okay. Der kommt durch, sehr gut. Aber das Healing ist ja an sich nicht schlecht. Ich meine, er kann irgendwann nicht mehr heilen, weil er abkacken würde. Gehe ich mal von aus. Aber wenn so der Letzte immer noch steht. Gerade so. Ist eigentlich alles tippitoppi. Ich schicke ihm mal ein bisschen was. So. Der ist auf jeden Fall gut, weil der auch. Auch gerade eine Verteidigung hat. Gucken, ob ich noch eine Exe zusammenkriege in der Zeit. Nö, da gibt es Schnecke. Ich freue mich schon auf die Riesenschnecken. Das ist mein Lieblingszaub. Ich glaube, früher war das Limit auf 10 Einheiten gesetzt. Jetzt kannst du nur noch. Jetzt kannst du 8 Mal das gleiche schicken, dann ist Schluss. Komm, kack ab. Sieht's hier aus, hier sieht es gut aus. Mini-Blobs Angriff. Ja, komm, ich verbessere den König. Okay, nicht genug Knete, um den zu verbessern. Bestimmt Worker können wir noch bauen. Hier noch so eine Bäume hinten dran und dann ist gut. Dann steht die Frontline. Jetzt hat er noch so ein Schwein geholt. Schwein kann ich ja mal gar nicht leiden. So, wir wollen das. Ein paar Bäume wollen wir holen. Ja,
Ich neige immer dazu, zu viel zu bauen, aber ich würde jetzt nicht wieder wegnehmen und dann Worker hinstellen. Worker dafür holen. Weil ich ja jetzt schon Zeit eingebüßt habe, sozusagen. Und ich lieber nächste Runde ein bisschen mehr. Sieht's hier aus? Der hat ganz schön zu kämpfen. Schafft's gerade so. Okay. Holen wir noch so einen Wolf? Könnte noch einen Baum holen. Aber ich kann auch das hier noch mit Wölfen vollquetschen. So ein bisschen. Jetzt kriegt er hier diese Stacks und kriegt Bonusschaden. Durch die Archer komme ich auch gut ran. Jawohl. Einen können wir noch. Einen können wir noch. Jawohl. Fürst des Todes hat verkackt. So, er hat jetzt Zauberei. Riesenschnecken, komm zu mir. Ja, brauche ich halt eine Backline von denen. Die kann man verbessern für 160. Kriegen dann mehr Schaden, wesentlich mehr Schaden. Okay. Mit 310 drunter. Ich glaube, ich sollte erst mal ein bisschen aufbauen. Auf jeden Fall bei den Drillern kann ich dann schicken noch. Mich durch? Nein. Fürst des Todes hat zu viele Skelettdrachen geholt. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen was schicken, um Einkommen aufzubauen. So. Jetzt können wir nämlich auch die Wölfe verbessern. Schon krass. 1600 mehr Leben und 60 mehr Schaden. Jetzt bin ich langsam wieder drin. Das ist gut. Oh, das sieht nicht gut aus. Das schaffe ich, okay. Das sah schlimmer aus, als es war. Sehr geschickt bekommen. Riesenschnecken. Die Riesenschnecken waren's. Ich brauche aber auf jeden Fall das.
brauche ein bisschen Magieschaden, um nächste Runde durchzukommen. Und dann gibt es Schnecken in die Fresse. Jetzt kann ich ihn mal verbessern. Jetzt hat er seine Schutzaura. Das gefällt mir sehr gut. Und dann kann ich hier noch solche Bäume hinsetzen. Zumindest einen. Ja, ist eine verrückte Aufstellung hier. Ich spiele die Wölfe auch zum ersten Mal. Diese Baumleute kenne ich auch noch nicht so gut. Noch zwei Turtles. 280. Los, Bäume, Angriff! Oh nee, das ist zu fett. Kriege ich den noch wenigstens? Ja, okay. Jawohl! Halt ihn voll! Jawohl! Feuer! Oh nein! Bambini. Okay, hier brauche ich tatsächlich nur die Schnecken schicken in der nächsten Runde. Und dein Magieschaden ist von alleine da. So, Archer. Er hat die Fürst des Todes. Ich kacke auch durch Magieschaden ab. Also nicht am besten, aber es geht. Vorne ist eher. Ja. Sollte auf jeden Fall funktionieren. 200. Er hat eine starke Frontline auf jeden Fall. Also, früher war es so, das weiß ich genau, dass der Hades solche Mini-Golems geholt hat. Solche Kremlins oder was das für Dinger sind. Das hat er früher geholt. Jetzt holt er noch fettere Drachen. Krass. Muss auf anderen Schaden irgendwie schicken. Ich schicke jetzt auf die 16 oder so. Und wenn ich dich verbessere, was kannst du dann? Um 300. Okay. Verstärkt also. Hat aber sicherlich mehr Leben. Ja, die können dick healen. Das so. So muss das sein. Meine Frontline ist gegen Magie echt schwach. Also da muss ich die Pibis ein bisschen verstärken. So. Er hat gar keinen Stich, oder? Außer seine eiserne Jungfrau dort. Okay, das Schwein hat er noch. Jetzt gibt's riesige Schnecken in die Fresse. Okay, sind schon acht. Gut.
Noch mehr von denen. Das sieht gut aus. Nehme ich mit rein. Los geht's. Immer noch 220. Also es steigt bei ihm nicht viel an. So, jetzt ist die Frontline schon weg. Das verkackt er. Er hat jetzt hier einen Sternhufer gebaut. Die holen so fett die Drachen. Deswegen spiele ich die auch selber so gerne. Nee, das schaffst du nicht. Kommt man nicht gegen an. Der andere hat ganz gut durchgelassen. Also alles supi. Nee. Das machen wir mal nicht. Schicke ich ihm denn jetzt noch? Drachen. Und Schnecken. Immer Schnecken schicken. Wenn man Riesenschnecken hat, immer Schnecken schicken. Ist er schon auf 300 hoch. Drache kam nicht ran an den. Der hat übelst geblockt mit den ganzen. Wie heißen die jetzt? Thanatos. Ich werde einfach da wieder was schicken. Ja. So. Was haben wir noch ein paar Seepferdchen hier? Und da hole ich noch ein paar neue. Okay, das ist ganz schön zusammengequetscht, was ich hier habe. Aber es funktioniert gut. Oder dicken Baum. Kann man den noch mal aufwerten? Nö. Okay. Also kriegen nächste Runde Stichschaden rein. Holy shit. Ich brauche Zauberpower. Drei Hexen. Und natürlich die Riesenschnecken. Die Hexen beschwören immer solche komischen Frösche, die mitschießen. Ich glaube, das ist eine gute Alternative gerade. Ich komme einfach nicht durch bei ihm. Und die Drachen beschwört. So, jetzt habe ich keinen Worker geholt, wahrscheinlich. Hm.
Hoffen wir mal, dass es hinhaut. Aber da kriegt jetzt schon ordentlich rein, also das sollte auf jeden Fall ein bisschen was bewegen. Geht 380. Hat 1080 von mir gekriegt. Dieses Schwein. Ah, es kommen immer mehr dazu. Geht halt immer mehr davon. Holy shit, wie viele das sind. Aber die Hexen sind gut durchgekommen. Und das meine Hexen? Nein. Meins hat abgewehrt, ja stimmt. Oh, zu wenig Knete. Immer noch zu wenig Knete. Machen wir so. Könnte ich hier noch so einen Wolf hinstellen? Alter, das ist so, so eng zusammengebaut. So. Ein Schamane, ein Stichler, 8 Schnecken. ...680. Der hat doch gerade erst geschickt, Junge! Warum hat er auf einmal so viel? Holy shit. Das sieht gar nicht gut aus. Er hat auch verkackt. Sehr gut. Zwar nur knapp, aber reicht. Oh, unser King geht ganz schnell runter. Ach du Scheiße. Einfach gerade mal noch alles, was ich hier verbessern kann. Hier ist noch ein kleiner. Okay, keine Knete mehr. Immer Schnecken holen, immer Schnecken holen. Ich habe ihm 840 geschickt, okay. Das heißt, ich müsste mehr Rocker haben als er. Und ich habe gut aufgebaut. So viele Drachen. Scheiße. Okay, ich schaffe es zu blocken. Aber bei denen sieht das schon anders aus. Das schaffe ich nicht. Nein, die Schnecken haben versagt. Scheiße. Hades ist einfach OP. Das war schon immer. Ja. Was soll ich sagen? Das war's. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Lasst ein Like da, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.